Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute mal was Cooles. Wir machen heute Sucuk-Marmelade. Und wie die schmeckt und wie man die macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Das ist halt eigentlich gar nicht so ein klassisches Grillrezept, wie man sonst immer meint, so mit Grillen und so, sondern es ist eher so eine schöne Beilage oder ein schöner Aufstrich, den man zum Beispiel auf einem Burger super essen kann. Oder wenn man ein Steak hat, so eine schöne Sucuk-Marmelade direkt daneben, um es aufs Steak aufzuspielen, auch sehr, sehr lecker. Und ich habe schon gesagt, das ist so eine Art Marmelade, so ein bisschen so Aufstrich. Das Schöne daran ist eine relativ einfache Nummer, wir brauchen da ja nicht allzu viel für. Wir brauchen als allererstes mal eine Sucuk-Wurst. Das ist so eine türkische Knoblauchwurst. Dann habe ich hier 4 Zwiebeln in so Halbringe geschnitten. 5 Esslöffel Zucker. Dann 2 Esslöffel Ahornsirup. 1 Esslöffel UFA-Rub. Aber da könnt ihr auch den Barbecue-Rub nehmen, auf den ihr gerade Bock habt. Ihr könnt euch den kaufen und den nachmischen. Macht einfach, wie ihr wollt. Aber so ein bisschen Barbecue-Rub gibt der Sache nochmal so eine spezielle Note. Sonst schmeckt es einfach nachher nur nach Zwiebel und Sucuk. Und das ist dann ein bisschen schade. Dann habe ich hier vorne noch einen großen Esslöffel Balsamico-Essig. Habe hier schon eine vorgefettete Pfanne. Und wie beim Grillen, scharfes Messer und ein Brett. Bevor wir irgendwas anderes machen, stellen wir erstmal so Pfanne auf den Grill. Pfanne hier hochstellen, dann nehme ich immer hier so eine Zange, lege ich hier drüben drauf und dann kann ich das hier schließen und die Pfanne kriegt immer noch ordentlich Hitze ab, ohne dass mir jetzt hier, wie runter macht, der Deckel bleibt. Und gleichzeitig bleibt der Griff noch so, dass ich ihn anfassen kann, so ist es relativ clever gelöst. Der Sucuk ist jetzt diese berühmte türkische Knoblauchwurst, steht total drauf. Man sollte die niemals alleine essen, weil wenn du die alleine isst, dann hast du ein großes Problem, dann bleibst du auch alleine. Aber wenn du deine Freunde oder deine Frau, du bist die auch gerne, wa? Ja. Wenn man die zusammen isst, dann geht das. Dann hat man dieselben Ausdünstungen. Da ist echt Knoblauch ohne Ende drin. Und ich schneide mir jetzt mal hier immer runter. Zack. Und schneiden wir die Scheiben hier immer längs. In Streifen. Und schneiden dann hier kleine Würfel runter. Ungefähr von dem Kaliber macht er mit der ganzen Wurst. Und so haben wir die ganze Wurst einmal schön gewürfelt. Wenn die Pfanne heiß ist, gehen wir direkt mal unsere Zwiebeln dazu und braten die jetzt so lange an, bis sie so ihren eigenen Stand verloren haben, weißt du? Bis sie so ein bisschen, na, so weich werden. Die verlieren so ein bisschen den Stand, werden ein bisschen kleiner und weicher. Jetzt mache ich immer so, dass ich in der Mitte so eine kleine Mulde mache und da gebe ich die Sucuk rein und brate die an, dass sich jetzt schön das Fett auslässt. Und wenn die jetzt gleich angeröstet sind, dann vermischen wir alle miteinander und lassen es nochmal so, naja, 5 bis 6 Minuten richtig ziehen, bis die Zwiebeln jetzt endgültig richtig weich gekocht sind. Gebraten? Ja, natürlich gebraten. Guck mal, wenn die Zwiebeln jetzt ein bisschen eingeschmolzen sind und schon so die rote Farbe von der Sucuk angenommen haben, dann ist der Moment gekommen, wo wir die Sache mit einem kleinen Schuss Balsamico ablöschen. Dann geben wir noch den Ahornsirup dazu. Den Barbecue-Rub und natürlich unseren Zucker. Nehmen die Hitze jetzt auf kleinste Stufe runter und vermischen es jetzt ordentlich. Ja, das muss noch einmal auf, bis es komplett schaumig, bis es praktisch richtig anfängt, der Zucker auch zu kochen. Und dann nehmen wir das runter. Ich fülle das jetzt mal hier in so eine kalte Form. Ihr könnt das natürlich auch in den Marmeladenglas heiß reinmachen, verschließen die ganze Sache und dann hält sich das locker mal 2-3 Monate frisch, auf alle Fälle im Kühlschrank. Aber wir wollen das jetzt heute gleich wegnaschen und deshalb lassen wir bloß hier stehen und das ein bisschen abkühlen. Aus der Nähe sieht es so aus, total geil, die Zwiebeln karamellisiert, schön mit dem braunen Zucker, dem Balsamico und natürlich unserem Sucuk und rinnen die Hullebirne. Himmel. Also während euch Bacon-Marmelade kennt, das ist eine ähnlich fiese Sauerei. Und wer von euch Sucuk mag und so was kräftig süß, schlonzet und so was, also richtig Geschmack im Mund haben will, dem kann ich nur raten, Sucuk-Marmelade direkt nachkochen. Rezept findet ihr auf meiner Homepage www.klausgrill.de. Ansonsten folgt mich an der Stelle über Daumen nach oben, den ihr oder einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.